Yo, this is Mo D und ihr seht Backspin TV. Mein Name ist Mo D, ich mache seit gefühlten 1 Million Jahren Musik. Ich bin Mitglied der Crew Mein Business und am 14.09. kommt mein Debütalbum Schau mich an raus. Also bei mir fing das Mitte der 90er tatsächlich an, Mitte, Ende der 90er mit diesen ganzen Jams. Wir waren viel auf Freestyle-Battles und Street-Cyphers, auch wenn ich jetzt nicht der Ober-Freestyler bin. Aber ja, später haben wir dann unsere eigenen Demos aufgenommen und viel später dann auch Mixtapes in einer annehmbaren Qualität, sage ich mal. Und ja, das war halt alles immer mehr regional, so ich sag mal zwischen München und Frankfurt und dann war aber auch Sense. Ich hatte damals auch nie so die Ambition, dass ich jetzt irgendwie Teil der Szene bin oder ganz groß irgendwie auf allen Plakaten stehe. So, das war nie mein Fall. Ich wollte eigentlich immer nur Mucke für mich machen, für meine Jungs und jeder, der es gemocht hatte, so, der war gerne eingeladen. Aber ja, jetzt kommt eben ein Album und wir machen jetzt mal ganz Deutschland auf meinen Namen aufmerksam. Das ist der Plan. Natürlich, ich bin sehr stolz darauf, so jemanden wie Oli Banjo oder Savage auf einem Debütalbum zu haben. Ich denke mal, das ist keine Selbstverständlichkeit und gerade Savage ist ja für mich auch oder für die meisten wahrscheinlich der krasseste Rapper in Deutschland. Unabhängig davon ist er wahrscheinlich die wichtigste Person in der deutschen Rap-Geschichte. Wenn man den Song hört, merkt man einfach, dass es ein super geiler Song ist. Er hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Das rechne ich ihm auch wahnsinnig hoch an. Er hat 2 Parts gemacht. Er hat sogar noch die Hook gemacht. Eigentlich ist es eher ein cool Savage featuring Mo D Song. Und ja, also ich rechne ihm das wahnsinnig hoch an und ich finde es obergeil, dass er da nicht irgendwie mal einen 16er irgendwie hingerotzt hat, wie das manche andere Rapper machen würden, sondern hat sich da auch wirklich Zeit genommen und sehr viel Mühe reingepackt und das Ergebnis ist einfach fantastisch und ja, natürlich, man ist sehr, sehr stolz auf sowas, gerade wenn da noch so ein Ergebnis bei rauskommt. Du siehst es im TV, hörst es im Radio. Wir droppen Bomben in deinem Barrio. Komm und lassen sie springen wie Super Mario. Hände hoch, schmeiß raus. Ey, 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 yo. Also bei Savage war es so, wir haben tagsüber gechillt und dann abends den Song aufgenommen und mich hat das sehr inspiriert. Also ich habe da wahnsinnig viel für mich mitgenommen, wie er da an so einen Song rangeht. Dass da wirklich sehr viel Konzeption dahinter steckt, bevor man überhaupt einen Beat pickt. Die ganze Arbeitsweise hat mich auf jeden Fall sehr beeinflusst und ja, also wie gesagt, hat mich schwer inspiriert. Umgeben Kopf, wenn ich's bitte, deine Clique drückt gerade einen Cock auf ihrer Lippe. Ich biete dir einen Grund zu haten, passende Flows. Rapper hören meine Platte und beantragen Sod. Also ich habe in 5 Jahren ungefähr 40 Songs aufgenommen, ein bisschen mehr. Und habe mir dann am Ende des Tages dann eben 10 gepickt und aus den Anfangsjahren ist eigentlich nur noch Rap-Hustle übrig und Heuchler, wobei man wirklich sagen muss, bei Rap-Hustle zum Beispiel ist es jetzt auch nicht mehr die Originalversion, da ist es ein Remix, den PCP gemacht hat, die Hook ist auch mittlerweile anders. Bei Heuchler war es einfach so, dass wir aus der Anfangszeit da wirklich nur den Beat hatten, also die Sample und den Breakbeat. Und dann hat sich das auch weiterentwickelt. Dann ist noch ein Bass dazu gespielt worden. Die Drums sind geändert worden. Viel experimentiert an den Drums vor allem. Dann hat auch noch Natascha drauf gesungen. Also die Rap-Vocals sind, glaube ich, auch wirklich erst so 1,5 Jahre später darauf entstanden. Das sind eigentlich auch die einzigen 2 Songs aus den Anfangsjahren, die es da drauf geschafft haben. Wobei Rap-Hustle wirklich nur als Bonustitel zu sehen ist.
lass mich schon mal überlegen. Nee, es war wirklich nur Rap Hustle und Heuchler aus den Anfangsjahren. Und ja, diese Vorgängerversion, über die dann auch schon ein bisschen geredet wurde, Rap Hustle, sollte, glaube ich, 2009 rauskommen. Das wurde dann aber auch verworfen. Ich war da auch nicht zufrieden mit den Songs. Die waren für mich noch nicht komplett ausproduziert. Und ja, jetzt verspüre ich schon langsam das Gefühl, dass alles perfekt ist. Das Modi der Überrapper, wenn ich kurz mal drüber blätter. Rapper denken, sie sind fresh, ich verbreite übles Wetter. Donnerregen in dein Arsch, MB Megastar. Miss mich in Edelmaster, shit extra large. Also das hat verschiedene Gründe, warum das Album auch jetzt erst kommt. Zu Beginn war natürlich das größte Problem, du hast ja gar kein Label so. Du musst ja erstmal gucken, dass du jemanden, einen Partner bekommst, der dann irgendwie das auch deutschlandweit umsetzen kann, dass es jeder mitbekommt. Klar, du kannst selbst irgendwie 1000 CDs pressen und hoffen, dass du die irgendwie aus dem Kofferraum verkaufst, aber ziemlich weit wirst du damit nicht kommen. Beziehungsweise alles hat da seine Grenzen, auch marketingtechnisch so. Ich bin halt immer der Überzeugung, man holt sich da jemanden ins Boot, der da wirklich Ahnung von hat, so was auch sein Tagesgeschäft ist, anstatt jetzt da selbst irgendwie rumzuprobieren und Telefonanrufe zu tätigen, was ich überhaupt persönlich überhaupt nicht machen würde, weil ich einfach mich eher als Künstler sehe und nicht als Marketing-BWLer oder sowas. Und das ist dann auch nicht irgendwo meine Aufgabe. Und ja, und da war es natürlich sehr schwer, erstmal ein Label zu finden. Weil das auch zu einer Zeit war, wo dann viele gesagt haben, ja, das verkauft sich nicht, weil das ist kein Gangster-Rap oder es ist nicht gewalttätig genug, wo ich dann sage, ey Mann, gib doch einen Scheiß darauf, Mann, das ist Classic-Hip-Hop-Shit, das ist so echte Rap-Mucke, so kein Meter an den Cent gedacht, bring die Scheiße doch einfach raus, so weißt du. Aber da haben sich viele quergestellt und am Ende des Tages hatte ich dann einen sehr guten Partner gefunden mit RZ Recordings, die dann auch da Gas geben und dann auch Bock auf das Release hatten. Und ja, Mann, und das ist dann auch einfach eine gute Sache. Und ja, wie gesagt, also es hat verschiedene Gründe. Ich bin dann auch zum Beispiel berufstätig, ich habe einen Job als Audio-Engineer. Und da, wenn du da erstmal 8 bis 10 Stunden mit was anderem beschäftigt bist, bleibt nicht mehr so viel Zeit für Rap-Mucke. Und das zieht sowas natürlich dann auch in die Länge. Dann konnte ich auch nicht kontinuierlich am Album arbeiten, weil ich dann auch andere Projekte mit meiner Crew, mein Business hatte, wo ich dann auch zum Beispiel ein Mixtape oder das ist schon fast ein Album, kann man sagen, mitproduziert habe, TKO. Oder auch für andere Künstler aus der Crew, wo ich dann das Mixtape mitproduziert, gemischt, gemastert habe. Und ja, wie gesagt, also da kann man dann eben auch nicht so kontinuierlich an einem Album arbeiten. Und ich glaube auch, was noch dazu kommt, ist, dass es eben ein Debütalbum ist und das erste Album macht man sich, glaube ich, auch ein bisschen umsonst so ein bisschen verrückt. Danach weiß man so ein bisschen, wie der Hase läuft. Dann dauert alles ein bisschen länger, man ist sehr perfektionistisch, macht hier nochmal ein bisschen rum, macht da noch ein bisschen rum, hier nochmal ein Overdub, nein, das war es nicht, dann vielleicht, ja, komm, spiel nochmal eine Bassline ein, nochmal ein bisschen anders, spiel eine andere Figur, tausch die Snare aus, die Bassdrum und das geht dann immer so weiter und irgendwann muss dann halt Schluss sein und ja, dann kann endlich auch das Album erscheinen und jetzt ist es eben soweit. Viertel deine Wohnung, der Song ist eine offizielle Bombendrohung. Modi Nummer 1, mein Business Music. Ab heute gibt es eine Überdosis. Also nachschau mich an, kommt noch der Backspin TV Clip, mein Ding mit meinem Homie Overdose. Dann hatten wir für Rapticker das Intro-Video rausgebracht. Das war ein kleines Low-Budget-Video im Grunge-Look. Und ja, dann wird jetzt noch über Flow TV OMG released, oh my gosh. An dieser Stelle Grüße an Nils. Und ansonsten hatten wir noch einen kleinen Videoteaser für die Savage-Single, um die Leute heiß zu machen. In dem Sinne jetzt kein offizielles Musikvideo oder sowas, sondern ja, einfach nur so ein kleiner Videoteaser, bewegte Bilder, um irgendwie die Leute heiß auf die Single zu machen, die am 7.9. erschien. Und ja, ansonsten Projekte, steht jetzt nichts Großartiges an. Ich mache eine EP mit PCP, die irgendwann nächstes Jahr erscheinen soll. Also keine 5 Jahre diesmal. Und ja, also wie gesagt, nur diese EP ist da noch in Planung.
Ansonsten mal gucken, mit meinem Business wollten wir auch was starten, Mixtape-technisch oder sonst was. Aber ja, also mein Fokus wird dann jetzt so die kommenden Monate bei der Single, sage ich schon, bei der EP mit PCP liegen. Ich zeig dir meine Welt, mein Lifestyle, mein Hustle, mein Gesetz. Schau her, denn ich hab meine Schulden bezahlt und ich hab das Gefühl, es wird ein guter Tag. Und ich bleib wie ich bin. Bleib wie ich bin. Und ich bleib wie ich bin. Bleib wie ich bin. Und ich bleib wie ich bin. Bleib wie ich bin. Das ist Mo D, ihr seid immer noch bei Backspin TV. Mein Album Schau mich an, am 14.09. in den Läden. Zieht es euch rein. Peace.